Glück auf! Heute mache ich das Video Nummer 2 zum Thema Rostkastanien. Beim letzten Mal habe ich euch erklärt, dass ich hier zu faul war, die Schale abzumachen und das besser für dunkle Wäsche ist. Heute mache ich die Schale komplett ab von diesen dicken Kaventsmännern hier. Guckt euch diese Rostkastanien an. Die sind dick wie Eierkohlen und die sehen aus wie Gehirne. Das sieht ja aus wie ein Gehirn, ne? Ja. Warum ist meine Stimme so laut? Der Bergmann musste sich unter Tage natürlich verständigen können, um seine Arbeitsabläufe zu koordinieren, aber auch um vor Gefahren vorzuwarnen. Und mich haben zwei Leute unabhängig voneinander gebeten, wenn du doch was über den Ruhrpott machst, dann tu doch mal den Dialekt verwenden. Das tue ich jetzt auch. Mache ich jetzt. Ab jetzt. So, ich war quasi vor Ort in Herten. Den genauen Ort werde ich für mich behalten, weil da ist was ganz Besonderes. Ich habe da riesige Kaventsmänner an Rostkastanien gefunden, um Waschmittel herzustellen, aber auch hier zum Beispiel 2,3 Kilogramm auf den Gramm genau Maronen. Das sind fressbare Kastanien. Die habe ich auch gefunden, ne? Jetzt hast du natürlich Ausschlusskriterien. Die müssen aufgebläht sein, dick. Nicht so mickrig, sondern mächtig. Bergbausprache. Das müssen mächtige Maronen sein, ohne Wurmstich, ohne Schimmel und dick. Mit dick meine ich die Mächtigkeit, ne? Ja, was kann ich jetzt noch hier machen? Ich habe ja sehr viel gesammelt. Der Bergmann, der war ja sehr gläubig, ne? Gehen wir von den Christen aus. Der hat die heilige Barbara gehabt, als Schutzpatronin. Der hat vorher gebetet und im Bergwerk gebetet, dass der Heile da auch nach Hause kommt, ne? Nach oben wieder, ans Tageslicht. Ne? Das Grab eines Bergmanns war nicht selten unter Tage. Man hat nicht alle Bergleute wieder rausgeholt. Die Gräber auf den Friedhöfen waren nicht gefüllt mit dem Leichnam. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war für die Bergleute normal, der Gedanke. Deswegen haben die gebetet. Die hatten nichts anderes. Die waren noch nicht so gebildet. Die wussten nicht, dass es keinen Gott gibt. Deswegen haben die ja ständig gebetet. Ja. Aber das soll denen gegönnt sein, ne? Und jetzt der kleine Bergmann, der möchte uns auch noch was erzählen. Naja, auf jeden Fall werde ich heute den Mottek hier benutzen. Das ist kein Abbauhammer, aber um Granulat herzustellen für Weißwäsche. Ist ja gut. Ja. Nur mal auf den Glauben zurückzukommen. Was meint ihr, was die alten weißen Männer im Vatikan bis heute sagen? Was euch die Natur gibt, da nimmt er euch. Aber laut christlicher Ethik heißt das ja eigentlich, bestellt den Garten so, dass ihr ihn nächstes Jahr nochmal bestellen könnt. Und zum Thema Bergbau, da schließt die Erde das ganze Kohlenstoffdioxid und so ein. Da kommt der Mensch, baut das ab, verbrennt das, damit der es warm hat, sein Licht anmachen kann in der Bude. Und was haben wir heute davon? Scheiß Klimawandel. Lasst euch das mal über den Kopf gehen. Ne? Das wollen wir nicht. Das ist eine überholte Art und Weise. Wenn ihr jetzt schimpft, und was willst du uns über den Ruhrpott erzählen? Ich kann euch alles über den Ruhrpott erzählen. Ich kann euch auch ein Werkzeug erzählen, das sieht aus wie eine Säge, wo man so macht. Vielleicht weiß das jetzt gerade jemand. Nur die Bewegung. Und ihr schreibt mich das in die Kommentare rein. Und wenn ihr das nicht könnt, haltet ihr die Schnauze. Und wer das kann, mit dem möchte ich diskutieren. Zum Thema Kohle, Ruhrpott und diesen ganzen verfickten Kack. Stahl in den Adern und auf Kohle geboren. Mit solchen Leuten möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber ist okay. Wir sind alle auf Kohle geboren.
Und irgendwie haben wir alle Stahl in den Adern. Denn alle unsere Verwandten, egal wo die gearbeitet haben, die haben mit der Montanindustrie zu tun gehabt. Und das ist halt das Ausschlaggebende. Ja, das ist vielleicht gerade sogar so eine Art Erklärvideo zu meinem Kanal. Ich werde das auf jeden Fall nochmal neu machen, so ein Erklärvideo. Aber jetzt habt ihr was dazu, ne? So, und jetzt fangen wir mal gleich an. Hier geht es nämlich um Schälen, den Mottek benutzen, in den Backofen zu stecken und dann mal gucken, was am Ende daraus rauskommt tut. Und was daraus rauskommen tut, das ist gut für helle und weiße Wäsche, ne? Also, Frieden, vergeben, Ruhrpott. Das ist ja jetzt so, ich bin ja Kindergärtnerin vom Beruf her und da macht man so Scherze, ne? Nicht, dass die Kinder traumatisiert werden, aber kommt gut an, wenn man mal so einen kleinen Schmankerl da macht, ne? Mit dem Mittelfinger. Ja, das ist jetzt ungelogen. Ihr könnt jetzt euch hier, glaube ich, gut 20 Minuten angucken, wie ich die Dinger schäle. Dann mache ich in Zeitraffer, ab und zu gibt es ein kleines Gimmick, dass das nicht ganz so langweilig ist und viel Spaß dabei, ne? Weil das ist wirklich eine Heidenarbeit, das geht vor allen Dingen in die Zeit, ne? In die Zeit. Aber Zeit haben wir ja alle, ne? Ah, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, zu Hause will ich mich ausruhen, ja, fickt euch, dann geht's euch noch zu gut. Spiel das gleiche Lied nochmal. Gehirn, Gehirn. Sieht ja echt aus wie ein Gehirn, ne? Ich würde auch so voll gern von irgendwas anderem erzählen, aber das hat halt nichts mit dem Kanal oder mit dem Video zu tun, aber Scheiß drauf. Ich habe einen viel zu alten Durchlauferhitzer. Ich wohne ja in so einem uralten Bergbauhaus und das wurde wohl in den 90ern gemacht, hier dieser Durchlauferhitzer. Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ne? Der hat zwei Stufen, eins und zwei. Und eins ist okay mit Mischwasser, zwei ist einmal Hummerrot, ne? Das will man doch nicht, ne? Ja, also, jetzt, ihr seht ja, dass ich da oben auch Gold habe oder 500 Gramm Blüten in verschiedenen Farben. Ich mag kochen, ne? Aber ich möchte Musik machen wieder. Unbedingt Musik machen. Und auf der Bühne stehen und mich so richtig ausleben, ne? Rampensau sein, etc. Manchmal ist es ähnlich, als wenn man eine Kartoffel schält. Selber, du alte Kartoffel, du. Nur es ist weitaus schwieriger. Also ein bisschen über mich selbst. Lachen kann ich ja auch, ne? Also, ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ist das funny Ding da, dass ich wieder so voll Gas gibt, ne? Mit dreifacher Geschwindigkeit, um genau zu sein. Und euch einfach mal zeigen will, was dahinter steckt, ne? Was für eine Arbeit dahinter steckt. Und dann mache ich auch gern. Ich profitiere ja auch davon. Warum soll ich das nicht euch weitergeben, ne? Ja. Ich teile die, damit ich mit dem Messer überhaupt an die Kante gekommen. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also muss man ja auch mal gesagt haben. Wie macht man das eigentlich? Es gibt viele Leute von euch, die haben das ausprobiert. Ja, die machen auch mit ihren Kindern hier so kleine Figuren. Ey, das ist richtig schwierig, da durchzukommen. Durch diese verfickte kacke Haut da, ne? Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da was mitgeben. Ja, apropos mitgeben. Hör mal, seid achtsam, achtet auf euch selbst. Lasst euch nicht von anderen Leuten verarschen, ne? Und reflektiert euch mindestens einmal am Tag, ne? Das ist ganz wichtig für euch. Und auch für die Menschen in eurer Umwelt. Hätten wir ein Schwein, wäre das richtig fett, weil die können das ja verarbeiten. Muss ich sagen,
dass man einfach mal sich was wieder nimmt, ausschneidet, das gute Licht. Auch hier. Auch noch gut. Einfach mit rein. Bin dagegen, dass man was verschwendet. Gibt Leute, die schälen so Kartoffeln. Geht gar nicht. Ich mache das hier nur, weil es wirklich sehr schwer ist. Kartoffeln schälen ist weitaus einfacher und dann kann man auch die Schale auf einen Millimeter oder so abnehmen. Aber hier ist man schon recht eckig unterwegs. Ohne Messer. Was ist okay? Doch mit Messer. Auf der einen Seite ganz einfach, auf der anderen Seite sehr schwierig. Teilweise so schwierig, schneidet euch nicht die Finger ab. Das ist jetzt eine kleine Kastanie, ist natürlich noch schwieriger, ne? Man muss sie ja halten und die Schale abschneiden und bleiben, das eckig machen. Habe ich den Keimling gerade rausgeschnitten, jetzt geht es hier weiter. Ja, aber Aufwaschmittel, ne? Muss man alles machen. Ja, du hörst noch zu. Das freut mich auf jeden Fall, ne? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen möchte. Das ist ein lustiges Video, ne? Funny, funny, funny. Ich bekomme die irgendwie nicht durch. Vielleicht umdrehen. Ach, guck mal, ist da schon mal eine Seite offen. In den nächsten Videos wird es auf jeden Fall etwas zum Thema Haarkort geben. Stimmt nicht. Kann man gebrauchen. Über Zecherei in Elbe und ganz viele andere Sachen. Also ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber das wird richtig ins Detail gehen. Und auch über wilde KZs, die wir hier überall haben. Ne? Konzentrationslager, Arbeitsbedingungen während des Zweiten Weltkriegs. Und ich bin gespannt. Ne? Ich breche mal wieder ab mit meiner Stimme. Aua. Ja, da bin ich wieder zum Thema Erklären des Videos und des Kanals. Das wird es auf jeden Fall nochmal geben. Ich möchte hier sehr viel Fachwissen vermitteln, eines Amateurs, der ich bin. Das ist mal hingefallen. Und ich kenne genug Leute, die Untertage gelernt haben, die mir auch sagen, hör mal, du hast nicht Untertage gelernt? Da glaube ich dir nicht. Das riecht auch irgendwie gut. Den riecht die Wäsche auch gut danach. Ich habe mal den Jan mitgenommen zum Dünkelberger, nee, Dünkelberger Stollen. Ja, doch, nach Witten zur Zeche Nachtigall. Und da hatten wir halt einen Bergmann als Führer gehabt. Und wir sind zum Auto gelaufen nach der Führung. Stunde danach, da kam der auch da, der hatte auch in der Nähe gehalten und meint so zu mir, sind Sie vom Fach? Ich sage, nee, ich interessiere mich nur dafür. Ja, und da hat er mir doch nochmal die Antwort gegeben auf meine Frage im Stollen, wo alle anderen Gäste auch dabei waren, weil das ist eigentlich Tonnenlegigkeit, ne? Tonnenlage, ab wie viel Grad und so. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ne? Der hat halt auch gemerkt, dass ich mehr Wissen hätte als die anderen. Da waren noch viele andere Fragen, die ich eigentlich kannte. Ich wollte die von dem beantwortet haben und ich fand das lustig. Wenn mir so ein. Also, er ist Bergmann, er konnte alles beantworten. Im Bergbaumuseum Bochum ist das nicht so. Ne? Da können die Leute nicht alle Fragen beantworten. Die haben ihre Standardantworten. Wenn die nichts beantworten können, können sie gerne nochmal eine E-Mail hinschreiben oder nochmal oben fragen. Da wird ihnen gerne eine Antwort gegeben. Aber in der Zeche Nachtigall, da muss man sagen, da sind reflektierte Leute unterwegs. Nicht alle, aber ein paar. Ja,
Ja, das Video wird viel zu lang, deswegen mache ich jetzt mal hier ein bisschen Highspeed, ne? Ein bisschen schneller ablaufen lassen. Wir haben dreifache Geschwindigkeit, jetzt hier mache ich mal fünffache. Mal gucken, wie das aussieht, ne? Ja, vom ersten Video aus, lasst klar, lasst das 4 Tage, 2 bis 4 Tage liegen, dann könnt ihr die so pellen ohne Messer. Das geht schneller und einfacher. Aber jetzt schneide ich die trotzdem. So, ich höre jetzt auf und mal gucken, wie es weitergeht, ne? So, wir haben jetzt hier einen Teller voll. Ich wollte ja so ein Ding voll kriegen, aber habe wieder keinen Bock, weil das so eine Arbeit ist. Jetzt sind hier, ich habe ja eckig geschält, ne? Jetzt sind hier so viele Sachen, die kann man auch dazu packen. Einfach nur mal brechen und dazu packen. Brechen und dazu packen. Ja, und so kriegt ihr halt mehr Zeug, was ihr braucht. Ähnlich wie Kartoffelschälen. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich jetzt ein Schwein hier hätte, das wird fett werden. Mal, guckt euch das an, das geht so ab jetzt. Oh, ja, das ist noch viel zu groß. Hier muss ich auch kennen. Weg. Denn gleich machen wir Mottec an und dann gucken wir mal, wie fein das Granulat wird. Hier geht es darum, die Oberfläche zu verbreitern. Das bedeutet, dass das Wasser, was später auf das getrocknete Granulat draufkommt, natürlich viel mehr der sekundären Pflanzenstoffe mitnehmen kann, als wenn man jetzt irgendwelche Würfel ins Wasser haut oder so. Es geht natürlich darum, das so fein wie möglich zu bekommen. Und das machen wir auch gleich. Okay. Ich kann es irgendwie nicht liegen lassen, weil man hat halt im Hinterkopf, du hast doch alles hier. Benutzt das doch. Macht natürlich auch Spaß. Ne? Die Schale einfach abmachen. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Ja, zack, wieder ein Stückchen. Das, was ich gerade hier gemacht habe, in der kleinen Frequenz, sind 2 Wäschen. Das muss man mal so sagen. Und deswegen lohnt sich das. Einfach weitermachen. Geschätzt 2 Wäschen. Na, das sind diese Teile, die gleich auch kleiner werden durch den Mottec. Das macht man einfach. Ne? So, jetzt höre ich aber auf. So, jetzt brauche ich Strom. Machen wir den Wisch weg. Das Gerät dann rein. So. Bevor das gleich so weitergeht mit dem Finger hier, mache ich die Kamera mal kurz aus und führe das mal um und dann fangen wir an. Ich habe da noch ein bisschen vorzerkleinert, maximal so groß. Minimal ganz klein. Jo, hauen wir mal das Ding hier rein. Fangen wir auf Stufe 1 an. Es geht flöten. Was mache ich jetzt? Ich werde die Hand drüber halten. Ja, ein bisschen verzweifelt bin ich dann auch, ne? Also, das war nicht wie beim letzten Mal.
Ja, die Idee war wohl nicht ganz so gut. Ich habe es früher gemacht. Das ging auch. Mit einem Tuch. Ich habe jetzt kein Tuch. Und bin immer den großen Mottek dafür. Ne? Das ist er. Den habe ich von auch immer vererbt bekommen. Wo habe ich jetzt mein Zeug hier? Da. Hauen wir einfach oben rein. Der kann das ab. So wie ich das gerade gemacht habe, macht das kein Schwein. Ne? So, ne? Also das Ding ist verschleißbare. Damit mache ich kein Essen fertig, sondern ich möchte das klein kriegen und mehr nicht. Dafür ist das Teil da. Ja, also jetzt wird's schon richtig geil, weil Ich hatte nur Stufe 1 an, ich mache mal Stufe 2. manchmal grenzt das ein bisschen an Geilheit, was man da so macht. Ne? Also, oh, guckt euch das an. Ja, jetzt, hui, da ist er geflogen. Was mache ich mit den großen Dingern? Kriege ich nicht klein. Ich mache jetzt was, wo sich Klinge auf Klinge nähern könnte und dann sind beide Sachen kaputt, aber mir ist das scheißegal. Ist ja alles Wegwerfware, ne? Hand drüber. Katastrophe. Fuck. Ich habe mich draus gelernt. Das ist wieder alles voller Sachen hier. Ich werde jetzt ein Tuch drüber halten. Ich habe ja doch Tücher. Ich habe gar nicht an die Papiertücher gedacht. Trotzdem, das ist so eine Kraft, in der das geschleudert wird. Trotzdem sind da noch dicke Dinger. Wie kriege ich die denn da raus? Man soll ja nie mit den Fingern reingreifen. Ich probiere nochmal das. Ja, echt gut geworden. Aber es geht noch feiner und besser und gleichmäßiger vor allem. Ja, Strom. Wie habe ich die damals so fein bekommen? Ich habe hier überall noch immer diese großen Stücke. Mach die einfach mal kleiner. Schau mal. Bloß nicht nachmachen zu Hause. Auf einmal kommt man hier an dieses Gerät und oder jemand anders dreht da dran, da sind eure Finger ab und dann seht ihr aus wie ich. Ja, jetzt ist das hier alles auf einem Blech und ihr verstreicht das so dünn wie möglich. Im letzten Video 0,5 bis 1 cm, je nachdem wie viel ihr habt. Einfach ein bisschen verteilen. Ja, so läuft das. Ah, ich habe eine Entzündung hier. Aua, aua. Naja. Ja, das ist alles siffig, ne? Rein da. Machen wir mal hier 50 Grad an. Was ist das? Bah! So, das Ganze dauert jetzt natürlich ein bisschen. Können in der Zeit aufräumen. Ah, hier ist noch so viel. Ich habe so viel Verschwendung betrieben. Ja, hier ist ja, ihr seht ja das Weiße hier. Kann man alles noch nehmen. Ja, ich habe genug. Wir haben auch leider keine Wildschweine mehr in der Stadt hier laufen, also selten, die wir so Rostkastanien essen könnten.
Dementsprechend ist das gerade egal. So. Smartphone. Hat der Sepp da etwa etwas am Laufen und muss gucken, ob er E-Mails bekommen hat? Ich denke schon, das muss er machen. Ja, ich glaube, darum geht's gerade. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es darum geht. So, weil es passiert ja wirklich. Ja, hallo, da bin ich. Da sitze ich wieder, ne? Und gucken wir mal, was das bringt hier. Ich müsste Umluft anmachen, fällt mir gerade auf. So. Ja, gucken wir mal, was das bringt. Ihr wisst gar nicht, was man alles umräumt und so, um so ein Video zu machen, was ich gerade zu tun habe, um das wieder alles ordentlich zu machen. Fuck. Ja, wir haben jetzt hier trockenes Granulat. Kann man hier abfüllen. Wie füllt man Granulat ab? Man nimmt das und steckt das hier rein. Sperne. Machen wir mit allem. Ja, haben wir wieder ein neues Waschmittel gebaut und sind glücklich, ne? Ja, inzwischen ist auch schon Mittag, also das Video wurde heute Morgen angefangen, da wäre ich mal schon Langeweile und was soll ich hier noch erzählen? Ich gucke euch das an. Huch, ist alles gut geworden, ne?